Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sportstick. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe ein Paket bekommen und zwar eines von. Sieht man es? Kann man es lesen? Von Suunto. Adventure starts here. Ich habe eine Vermutung, was drinnen ist, weiß es aber noch nicht und würde vorschlagen, wir packen jetzt einmal gemeinsam aus. So, dann lasst uns mal gemeinsam auspacken. Gut. So. Hier mal hineinschneiden. Ich glaube, das reicht auch im Endeffekt schon. Messer zur Seite. Safety first. Was haben wir denn da Schönes? Suunto. Und was sehen wir hier? Die Suunto Race. So, wir brauchen nochmal unser Messer. Schneiden da hinein. Wir können somit mal das Plastik entfernen. Richtige Position und tada, da haben wir sie, die Suunto Race in der Titanausführung. Hier haben wir das Band, auf der einen Seite ist das Band befestigt, auf der anderen Seite werden wir das Ganze auch noch machen. So. Und jetzt das Schönste. Zack. Und wir haben wir die Uhr in voller Pracht. Der Sensor ist der gleiche wie bei der Suunto Vertical. Bin gespannt, ob sich hier die Werte verbessert haben. Ja, wie gesagt, hier sieht man das Titangehäuse. Das schaut alles ein bisschen moderner aus wie bei der Vertical. Und wir haben auch hier die digitale Krone. Und sie leuchtet und begrüßt uns mit einem Suunto. Und wir werden das Ganze jetzt dann mit dem Handy verbinden. Ich werde das jetzt machen, die Uhr kurz einrichten und ich melde mich dann wieder bei euch. So, wir sind wieder zurück. Hat ein bisschen länger gedauert, weil auch ein Update geladen wurde. Schauen wir uns die Uhr noch einmal ganz kurz an. Also wie gesagt, ich habe hier die Variante mit dem Titangehäuse um 549 Euro. Es gibt eine zweite Variante. Die unterscheidet sich im Prinzip nur dadurch, dass sie statt dem Titangehäuse ein Edelstahlgehäuse hat, kostet aber auch um 100 Euro weniger, 449 Euro. Und ich muss sagen, das ist halt wirklich ein Kampfpreis, den hier Suunto mit der Race bietet. Der Grund, warum die Uhr so günstig ist, ich glaube, der liegt auf der Rückseite, denn ich muss mal schauen, ob ihr das seht. Ich zoome mal hin. Ja. Designed in Finland, aber ja, man sieht es hier, made in China. Schauen wir uns mal ganz kurz die Menüführung an. Also normalerweise bei der Suunto Vertical hat man diese Taste gedrückt und konnte dann immer seitwärts die ganzen Widgets durchblättern. Das geht jetzt nicht mehr. Wenn man zu den Widgets möchte, muss man runterscrollen und dann sieht man, dass man hier zu dieser Widget-Ansicht kommt, wo man dann die ganzen Daten sieht. Wunderbar. Von der Menüführung her muss ich sagen, ist es besser wie bei der Vertical. Die Vertical hat teilweise wirklich schlimm geruckelt. Hier ist es besser, wenn auch nicht 100% flüssig.
Neu ist jetzt ebenfalls der HAV-Status oder die HAV-Erholung. Die sehe ich dann hier. Natürlich muss ich die zum Schlafen tragen. Hier sehen wir, dass wir dreimal schlafen müssen, um einen Durchschnittswert zu bekommen, beziehungsweise 14 Tage lang, um diese HAV-Bereiche zu bekommen. Also, wir haben das Ganze so eingestellt. Klicken wir hierher, ist ein Shortcut zu unserem Wetter. Rechts unten kommen wir wieder zurück. Und wenn wir rechts oben klicken, nein, danke, brauchen wir jetzt nicht, dann kommen wir zu unseren ganzen Trainings. Das heißt, wenn ich hier raufgehe, kann ich mir dann die diversen Aktivitäten auswählen. Das kennt man bereits. Ich werde auf jeden Fall heute noch mit Dua laufen gehen und später dann mit Sandra ins Fitnessstudio fahren, dort ein funktionelles Krafttraining machen, HYROX-ähnliches Training, denn Sandra und ich werden wahrscheinlich nächstes Jahr im Februar unser erstes HYROX machen, gemeinsam im Mixed Team, und entsprechend müssen wir uns natürlich vorbereiten und da kann die Sunto auch zeigen, was sie auch bei dieser Art von Training leisten kann. Für mich werden jetzt ein paar Stunden vergehen. Für euch nur ein ganz kurzer Moment. So, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich war fleißig, ich war laufen und im Fitnessstudio und habe dort Cardio-Krafttraining gemacht. Und wie sich die Uhr bei diesen zwei Aktivitäten geschlagen hat, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, wie schaut das Ergebnis der Pulsmessung beim Laufen aus? Was wir hier sehen, ist ein, naja, Trailrun möchte ich ihn nicht nennen. Dafür haben die Höhenmeter gefehlt, oder es waren zu wenig Höhenmeter, sagen wir so. Es war ein Waldlauf mit, ja, geringen Höhenmetern. Was auffällt, speziell im ersten Teil, hier gibt es ja ein paar Unstimmigkeiten, beziehungsweise, ja, wenn man diesen kleinen Kupf da nehmen möchte, dann hat hier die Messung auch nicht ganz gestimmt. Ansonsten muss ich sagen, hat die Pulsmessung ziemlich gut geklappt und das Ergebnis ist ein sehr gutes. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe die Uhr sehr eng am Handgelenk getragen. Ich habe das unter Vertical diese Erfahrung gemacht, dass die Uhr sehr, sehr eng am Handgelenk getragen werden muss und dementsprechend gut ist auch das Ergebnis. Ein bisschen anders schaut es bei meinem, ja, Kraft-Cardio-Training aus. Hier kann man ganz gut erkennen, am Anfang bin ich ein paar Minuten gerudert. Hier hat das sehr gut geklappt. Hier war die Pulsmessung eigentlich perfekt. Das war eigentlich eine Cardio-Einheit. Und dann habe ich mit dem Krafttraining begonnen. Und ja, was man sieht, ist, dass die Messung halt nicht so gut geklappt hat. Es gibt zwar, wie gesagt, am Anfang, da, ja, im ersten Viertel, Ende vom ersten Viertel, beziehungsweise auch am Schluss, so Phasen, wo es sehr gut geklappt hat, wo die Messung ziemlich, ja, eins mit dem Brustgurt war, aber im Großen und Ganzen konnte der Puls nicht korrekt erkannt werden. Und was mir hier aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel im Vergleich zu Garmin-Uhren, die bei Krafttraining dazu tendieren, einen zu hohen Puls anzuzeigen, die Suunto Race hier fast durchgehend einen zu niedrigen Puls angezeigt hat. Was aber dann interessant zu beobachten war, ist, dass bei beiden Uhren die Kalorien am Schluss dann sogar sehr, sehr ähnlich waren, also dass hier eigentlich gar keine großen Unterschiede gegeben hat. Für den Vergleich der GPS-Messung bin ich mit drei Uhren gelaufen, in Orange die Tactics 7, in Blau die Suunto Race und in diesem, ja, rötlichen Ton die Coros Pace 3. Und was soll ich sagen? Alle drei Uhren performen hier ausgesprochen gut. Die Suunto Race kann mit den beiden anderen Uhren wunderbar mithalten. Hier gibt es keine Ausreißer. Die Uhren sind alle eigentlich spot on. Bei der Suunto Vertical habe ich damals schon gesagt, dass diese eines der besten GPS-Messungen am Markt hat und das Ganze scheint sich mit der Suunto Race fortzusetzen.
So, wie man sieht, zeigt die Suunto Race beim Laufen eine ziemlich solide Leistung. Beim Krafttraining ist es jetzt nicht so aufregend. Also da muss ich sagen, ist es wahrscheinlich gescheiter, wenn es mir wichtig ist, dass ich einen Brustgurt verwende. Ansonsten muss ich mich halt mit diesem eher mittelmäßigen Ergebnis abfinden. Aber das ist natürlich jetzt einmal ein Ersteindruck. Das sind die ersten Workouts und ich wollte das Ganze mit euch teilen. Ich werde natürlich die Uhr die nächsten Tage ausführlich testen und für euch dann ein entsprechendes Testvideo bereitstellen. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo und ein Like freuen. Abo, um mich zu unterstützen oder den Kanal zu unterstützen. Und das Like, um den Algorithmus zu zeigen, dass meine Videos auch für andere Leute interessant sein könnten. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe. Wir sehen uns beim richtigen Testvideo und bis zum nächsten Mal.